Leute, nächste Woche ist es soweit. Super Smash Bros. Ultimate kommt offiziell raus. Es gibt schon einige Leute, die spielen das schon. Hust, hust, ne? Ich gehöre nicht dazu. Zum Glück irgendwie. Weil ich habe das Befürchtung, dass man irgendwie die Switch das sagen kann, jo, du darfst nicht mehr online, weil du was runtergeladen hast, was noch nicht runterladbar sollte, irgendwie. Naja, ist eine andere Geschichte. Ich freue mich übelst auf das Spiel. Es hat beinahe 9 Monate gedauert, wo das erste Mal Smash Ultimate angekündigt wurde. Da gab es ja einen schönen Trailer im Internet mit dem Auge vom schönen, von den Inklingen, oder von der Inkling. Ist das Mainzahn, Leerzahn? Ich habe keine Ahnung von Splatoon, Leute, sorry. Aber worauf ich eine Ahnung habe, ist ein bisschen Smash. Ich kann kein Smash, wollte ich mal sagen. Aber ich habe vor, das irgendwie hier auf meinen Kanal zu kriegen. Ja? Es hat lange gedauert, es hat eine lange Pause wieder mal gegeben. Aus Festplattengründen, sage ich mal. Es ist ja Zeit, dass ich wieder zurückkehre. Oh yeah. Ich muss schauen, wie ich das mache hier mit der Smash. Ob ich über meine Webcam aufnehme, aber das kann sich keiner geben. Aber, soweit ich weiß, hat die Switch ja auch eine interne Aufnahme. Ich muss schauen, ob das auch geht. Und wie ich das zusammenschneide. Also, seid gespannt. Ich freue mich. Nächste Woche Countdown 7 Tage. Ich bin sowas gehypt. Das glaubt man fast gar nicht. Ich meine, ich raste hier fast schon so aus wie Edeka. Wenn ihr wisst, wer Edeka ist, das ist ein cooler Typ, der leider gehackt wurde. Das ist eine andere Geschichte. So viel zu mir. Ich freue mich aufs Spiel. Ich hoffe, ihr auch. Bis zur nächsten Woche, Leute. Was ist denn noch immer hier? Gut. Ich habe mal Langeweile gehabt. Und das Lied, was im Hintergrund läuft, die englische Version, mal wörtlich übersetzt. Und es geht darum, dass man seine Seele sucht. Unter anderem seine Seele sucht im dunklen, ewigen Nichts. Zusammensucht mit seinen Freunden zusammen irgendwie. Mit der Flamme. Moment, wo habe ich den Text, damit ich das besser habe? Moment, das haben wir gleich. Das kann sich eine Stunde handeln. Okay, jetzt habe ich es hier. Es geht um das Licht, das man wieder finden soll. Das unsterbliche Licht. Es ist anscheinend irgendwie untergegangen. Es gab ja schon einen Trailer. Da hat man gesehen, wie alle gestorben sind. Alle. Bis auf einen. Ich spoilere jetzt nicht. Falls irgendjemand hier diesen Trailer noch nicht gesehen hat. Ich hätte den Namen fast ausgesprochen. Sorry dafür. Okay, suche nach dem Licht. Nach dem unsterblichen Licht. Mit deiner Seele finde den Geist. Möge entleuchten dich leiten. Das Licht im ewigen Nichts. Und so weiter und so fort. Wenn ihr den ganzen Text haben wollt, kann ich euch zur Verfügung stellen. Aber die Übersetzung ist, naja, wörtlich halt. Wörtlich von Englisch auf Deutsch übersetzt ist es nicht leicht. Ja, das ist wirklich nicht leicht. Gut, jetzt sage ich wirklich, bis zum nächsten Mal. Und das ist in der nächsten Woche. Für diejenigen, die meinen, ob Golden Sun weitergeht, ich muss das wieder spielen. Ja, ich habe eine kaputte Festplatte hinter mir. 3 Stück! Nein, das war nicht einfach. Nein.